Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu der zweiten Lights Challenge. Da unten sehen wir wieder den Timer und diesmal fordere ich den guten Mr. Flagge raus. Ich hoffe, dass er das hier sieht und ich werde ihn dieses Video als Challenge-Herausforderung sehen. Also, Mr. Flagge, hi. Ich hoffe, du hast Bock auf diese Challenge. Der gute Hose hat sie ja schon eingelöst und hat es auch, ja, ganz souverän gelöst. Und heute sind wir dabei, dass wir einen Challenge machen, die ich vom Hose selber so als Beispiel gesendet bekommen habe, was man noch machen könnte. Und ich fand die eigentlich, die Idee ziemlich cool. Und zwar geht es darum, ein einräderiges Flugzeug zu machen. Jetzt wäre ich natürlich nicht leid, wenn da nicht noch irgendwas hinten dran stecken würde, was noch explodieren könnte. Dieses einräderige Flugzeug muss nicht nur starten, sondern muss auch landen können. Das klingt absolut krank und deswegen finde ich die Idee richtig cool. Ja, ein einräderiges Flugzeug, das klingt total bescheuert. Das klingt total bescheuert. Deswegen musste ich das einfach machen. Jetzt gehen wir hier hin, holen uns dieses eine Rad, das wir verwenden dürfen. Oh Mann, worauf lasse ich mich hier eigentlich ein? Ich weiß erst nicht, ob ich das schaffe. Die Aufnahmen sind im Regelfall immer gleich der erste Versuch, den ich nutze. Denn, alles andere wäre langweilig, oder? Aber ich denke, wir können die Magic Talk Power von dem SRS und Co. nehmen. Wir nehmen einfach beide SRS hier richtig reingehauen. Center of Mass, bitte. Danke. Das Rad sollte genau unter der Center of Mass stehen, sonst wird das hier nicht gut enden. Also möglichst genau. Also. Übrigens, bei der Landung dürfen Bauteile, oder allgemein dürfen Bauteile natürlich kaputt gehen, das ist klar. Es gibt keine Baulimitierung, wie groß, wie klein das Flugzeug werden muss. Im Endeffekt, Hauptsache, das Flugzeug fliegt und landet. Ist auch egal, wohin du fliegst und wohin du es landest. Denn, ganz ehrlich, ich weiß selbst nicht, wo ich es denn landen werde. Wir probieren mal. So. Gleichzeitig natürlich. So. Geht das? Sind das die richtigen? Das sind die falschen, ne? Ich weiß nie, welche die richtigen sind, die sich bewegen können. Die da auch nicht, ne. Die da waren es. Genau. Die können sich bewegen. So. Oh je, das wird lustig. Das wird hammerlustig. Wir müssten fast das Rad noch ein bisschen weiter nach vorne. Oh, hier kurz das Ding raus wieder. Aha, dass man da nicht drunter richtig kommt, ist immer so eine ärgerliche Sache bei Kirby Space Probe. Das Rad eher so ein bisschen noch vor Center of Mass, hinter Center of Mass. Oh Gott, das ist Try and Error. Wie gesagt, sobald man einmal gestartet ist, läuft der Timer. Wer es als erstes geschafft hat, ist natürlich der Gewinner. Beziehungsweise, wenn ich es gar nicht schaffe, natürlich, wenn er es überhaupt schafft. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ehrlich gesagt. Ich weiß es echt nicht. Ich würde sagen, oh, ich bin so sehr nervös, weil wenn ich jetzt hier starte, dann ist hier, nein, noch, wir gehen nochmal zurück. Alter Schwede. Komm. Danke. Wir sind insta in dem Ding gelandet, weil ich so oft Escape gedrückt habe. Special Hangar, please. So. Boah, scheiße. Wir wollen nämlich. Ich find Lights Challenge echt cool. Also ich finde das total cool, dass die Hose da auch mitgemacht hat. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich möchte gerne. Ich kann es nicht richtig festmachen, wie ich es möchte. Das ist so ein bisschen doof gerade. Machen wir es unten dran fest, vielleicht. So. Und jetzt das Flugzeug ganz tief, so dass es praktisch, so dass es wenigstens beim Start noch gehalten wird. Oh, das sieht so lustig aus. Also, das ist definitiv eine Challenge, die ich geil finde. Wie gesagt, ich werde noch andere Challenges, ihr könnt mir auch Challenges einsenden, beziehungsweise in die Kommentare schreiben. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr sagt, ihr wollt selbst dran teilnehmen, an Lights Challenge, dann, wie viel Energie habe ich? Gut, das sollte reichen. Dann, wenn ihr selber an Light Challenge teilnehmen wollt, dann schreibt mir bitte an lightcantfly@gmx.de, steht unten in der Videobeschreibung, dass ihr dran teilnehmen wollt. Ich denke, ich habe das so geil. Ich muss den Timer starten. Tut mir leid, habe ich vergessen, aber jetzt habe ich auf Leertaste gedrückt. Der Timer muss laufen. Ich bin natürlich blöd, ich habe beim Bauen was vergessen.
Es war ja so klar, dass das mir passiert. Jetzt fühle ich mich natürlich unter Druck gesetzt, weil der Timer läuft. Egal. Ich habe ja gar kein Problem, wenn Leute besser sind als ich. Ich weiß ja, dass, ja, ne? Viele Leute da, einige... Hallo, ich will dahin. Und dann will ich dahin. Da kriege ich das her, was ich wollte. So, auf beiden Seiten natürlich. Und ich wollte eigentlich auch noch... Solar Panels? Habe ich keine? Wo sind die Solar Panels hin? Da, da, da. So, irgendwo, Hauptsache es ist da. Okay. Ja, wie gesagt, also das ist doof gelaufen jetzt ein bisschen mit den... Wisst ihr, was beim Bauen vergessen habe. Aber wie gesagt, Leertaste drücken zählt als, begonnen. Danach mache ich natürlich bei mir auch keine Ausnahme. So. Komm. Vollgas. SAS an. Oha! Es kann fahren. Wie cool. So. Ich werde natürlich erstmal vom Runway wegfliegen. Das Ding sollte schon eine Zeit lang in der Luft bleiben. So, wir fliegen vom Runway weg. Also sollte definitiv mal... Also ich bin dafür, dass du auf jeden Fall, Mr. Flagge, wenn du es noch siehst, über den Runway wegfliegst. Jetzt kann es natürlich sein, dass es sofort wieder zur Landung ansetzt, aber ich hoffe es einfach mal nicht. Bei Hose haben wir uns ja gemerkt, dass wenn ich zu spät die Regeln nochmal neu definiere oder zu spät nochmal sage, was noch definitiv dazugehört, vielleicht sie es nicht ganz mitkriegen. Hose ist nämlich leider nicht mehr gelandet. Ich hoffe, dass Mr. Flagge das sieht, dass ich noch hier rumfliegen will. Also auf jeden Fall den Runway verlassen und wieder zurückfliegen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass das funktioniert hat jetzt gerade. So, jetzt ist nur die spannende Frage, wie setze ich hier wieder zur Landung richtig an? Das Ding ist sehr leicht, deswegen kann das auf jeden Fall sehr gut. Warum ist da gerade jetzt irgendwas decoupled? Interessant. So, wir müssen definitiv runterfrotteln. Ich will gar nicht auf dem Runway landen. Ich will eigentlich hochziehen, hochziehen. Ist viel zu schnell. So, wir müssen auf jeden Fall landen. Wow. Natürlich darf Bill nicht sterben, das ist ja klar. Also, das ist ganz klar. Recovern gehört ja dazu, so ein bisschen zum... Ah, oh mein Gott. Wir waren auf dem Boden und haben es überlebt irgendwie. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bremsen. 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 Brems. Alter, ich liebe die SAS-Dinger. What the fuck. Anhalten, anhalten, anhalten. Oh. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, stoppen. In 3 Minuten haben wir es geschafft, wieder zurück zu landen. EVA. So, Mr. Flagge, das wird dein Ding. Ich muss mit Mr. Flagge mal hier eine Flagge pflanzen, denke ich. Das wird deine Herausforderung. Alter Schwede, das ist ja cool. Mr. Hallo? Flagge. 3 Minuten 2 musst du schlagen. Ich würde sagen, wir recovern den ganzen kleinen Knirps hier mal. Und ihr seht, das, wow. Das war auch relativ knapp. Ich möchte jetzt mal eins noch probieren. Ein Autosave-Chip. Das machen wir jetzt einfach so hinten dran. Das hat jetzt nicht mehr mit der Challenge zu tun. Einmal gucken, was passiert, wenn ich das direkt auf den Boden lasse. Das hält! Wow. Okay, das ist cool. Also, ein einrädriges Flugzeug. Was sofort abhebt, weil es so leicht ist. Kann das ein Looping? Oh, das kann ein Looping. Ich habe mein neues Lieblingsflugzeug gefunden. Und dann sofort zur Landung ansetzen. Oh, 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 oh. Ups. Gut, eigentlich habe ich die Challenge schon geschafft. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light. Over and out.